Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Starter-Guide für Conan Exiles im Jahr 2021. In diesem Guide erfährst du, wie du deine ersten Schritte in Funcoms Survival Game erfolgreich tätigst, worauf du achten solltest, um möglichst viel Erfahrung zu sammeln, um eines Tages ein großer, starker Barbar in den verbannten Landen oder auf der Insel Sibter zu werden. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Ansehen dieser Folge. Schritt 1. Die Wahl des Servers. Klicke auf Online spielen, um dir einen Server aussuchen zu können. Das Serverfenster kann einen auf den ersten Blick erschlagen. Hier eine kurze Beschreibung. Unter Filter kannst du festlegen, welche Server dir in der Liste angezeigt werden. Internet zeigt dir alle verfügbaren Server weltweit an. Offiziell steht für Funcoms öffentliche zugängliche Server. Favoriten und Verlauf zeigen von dir bereits markierte und bespielte Server an. Der Kampfmodus zeigt dir den Spieletyp des Servers an. PvP steht für Spieler gegen Spieler. Hier kannst du gegen andere Spieler kämpfen. Es gibt keinerlei Schonung für dich, so kannst du auch als niedrigstufiger Charakter von stärkeren Spielern angegriffen, getötet und ausgeraubt werden. Der PvE-Server ist wesentlich entspannter, da andere Spieler dich nicht bekämpfen und ausrauben können. Allerdings sind auf diesem Server häufig wahre Bauwütige unterwegs, so dass viele gute Stellen bereits belegt oder wichtige Ressourcen nicht erreichbar sein könnten. Der PvE-Konfliktserver ist eine Mischform. Generell finden PvE-Inhalte statt, aber zu bestimmten Zeiten in der Woche ist PvP aktiv, das heißt, du kannst von anderen Spielern angegriffen, getötet und auch ausgeraubt werden. Die Einstellung Community kann im Grunde komplett ignoriert werden. Last but not least, die Regionen. Hier kannst du entscheiden, in welcher Region unserer Welt du spielen und schreiben möchtest. Leider wird diese Einstellung häufig ignoriert, so dass du auch im EU-Sektor häufig Spieler anderer Sprachen, zum Beispiel asiatischen Sprachen, antreffen kannst. Unter dem Reiter Kartenname kannst du wählen, ob du in den klassischen Conan Exiles Gebieten, genannt den verbannten Landen, oder auf der neuen Insel Sibter spielen möchtest. Für die Insel benötigst du allerdings die kostenpflichtige Erweiterung Isle of Sibter, die derzeit nur für den PC in der Early Access Version, also eine Testphase, verfügbar ist. Mein Tipp, wenn du ohne Freunde oder eigenem Server Conan Exiles erkunden möchtest, spiele auf einem offiziellen PvE-Server in der EU-Region. Wunder dich aber nicht, wenn du auf andere Sprachen aus der EU hier triffst, da es keine generelle Landesunterteilung und dementsprechend auch keine Sprachunterteilung gibt. Der Nachteil der offiziellen Server ist, dass Mods nicht erlaubt sind. Du spielst also das reine Vanilla-Game inklusive der üblichen DLCs, sofern sie sich in deinem Besitz befinden. Du hast dich für einen Server entschieden und schon geht es mit Schritt 2 weiter. Schritt 2, die Charaktererstellung. Hier hast du viele individuelle Möglichkeiten, deinen Charakter zu gestalten. Die meisten Optionen sind rein optischer Natur, aber die Wahl deiner Religion solltest du genau bedenken, denn sie kann dir gerade am Anfang sehr nützlich sein. Die Religion des Mitra wäre mein persönlicher Favorit, da du an seinem Basisaltar der Stufe 1 Ambrosia aus schwellender Essenz herstellen kannst. Ambrosia heilt dich für eine kurze Zeitspanne, auch in Kombination mit Aloe-Tränken oder einfachen Verbänden. Alternativ empfiehlt sich auch die Religion des Seth, da du an seinem Basisaltar nicht nur nützliches Gegengift erlernen kannst, sondern am Stufe 2 Altar auch berüchtigte Schlangenpfeile bauen kannst, die deinen Gegner bei jedem Treffer zusätzlich vergiften. Möchtest du das Spiel etwas fordernder spielen, wählst du Krom, der keinerlei Vorteile bietet. Aber keine Sorge, du kannst die Religionen später auch im Spiel zusätzlich erlernen. Allerdings kann das geraume Zeit dauern. Und zum Schluss gibst du deinem Charakter noch einen Namen. Und schon geht's los im Spiel und bei uns mit Schritt 3. Schritt 3. Deine Charaktererfahrung. Dein Charakter sammelt Erfahrung und steigt dadurch in der Stufe auf.
Die maximale Stufe, die du erreichen kannst, ist derzeit Level 60. Und bis du das erreicht hast, vergeht seine Zeit. Es gibt unterschiedliche Wege, um im Spiel Erfahrung zu sammeln. Der einfachste Schritt ist einfach online sein. Dein Charakter generiert in der Zeit, wo du passiv online bist, Erfahrung. Alle 10 Sekunden steigt deine Erfahrung um 10 Punkte an. Als nächstes kommt Erkunden. Mit jedem Bereich, den du erkundest, erhältst du Erfahrung. Dieser Wert ist variabel, das heißt, mit jeder neuen Lokation, die du entdeckst, erhältst du mehr Erfahrungspunkte. Auch über das Sammeln von Ressourcen wie Steinen, Ästen, Pflanzenfasern, Eisen und vielem, vielem mehr erhältst du Erfahrung. Diese steigert sich sogar noch mit den Werkzeugen, die du verwendest. Umso besser die Werkzeugsqualität ist, also Stein, Eisen, Stahl, gehärteter Stahl und so weiter, umso mehr Erfahrung erhältst du beim Abbau von Ressourcen. Das Herstellen, also das Crafting von Gebäudeteilen, Waffen, Rüstungen, auch das gewährt dir Erfahrung. Auch Dinge, die du in deinen späteren Werkstätten herstellst oder herstellen lässt, gewährt dir Erfahrung. Wichtig ist nur, dass du die Auftragskette gestartet hast und nicht, dass ein anderer deiner möglichen Mitspieler das getan hat, denn dann bekommt er die Punkte. Ein weiterer Aspekt ist das Töten von Gegnern. Egal, ob es sich um NPCs, tierische Gegner oder Ingame-Charaktere von anderen Spielern handelt, alle gewähren dir bei ihrem Tod Erfahrung. Die Menge ist hier allerdings von diversen Dingen abhängig. Und zu guter Letzt dein Reisefortschritt. Vervollständige deine Reise sofern möglich. Du kannst deinen Fortschritt über die Taste J am PC aufrufen. Deine Reise ist zudem ein Bonus. Mit jedem Fortschritt, den du abschließt, steigt deine künftig erhaltene Erfahrung aus allen anderen Bereichen, die ich zuvor genannt habe, egal also ob es Erkunden, Kampf, Sammeln oder dem Herstellen von Gegenständen ist, an. Es lohnt sich also, diesen Fortschritt im Auge zu behalten. Eine kleine Anmerkung noch. Die Verbandenreise unterscheidet sich, je nachdem, auf welcher Karte du spielst. So gibt es auf Siebter geringfügig andere Reisefortschritte als in den Verbandenlanden. Mein Tipp zum Anfang: sei akrobatisch und sei Sammler. Springe, kletter, trete, weiche aus, esse, auch wenn es nur Insekten sind. Und in jedem Anfangsgebiet liegt immer ein Wasserschlauch auf einem Stein oder im Sand herum. Einsammel und trinke davon. Lese Stelen oder Schriftrollen und treibe so deine Erfahrung nach oben. Erstelle dir ein Werkzeug wie den Steinpickel oder die Steinaxt oder die ersten groben Klamotten aus Pflanzenfasern, yay, die du eingesammelt hast. Du wirst sehen, dein Level wird nur so in die Höhe schnellen. Sobald dein Charakter Stufe 7 erreicht hat, empfehle ich dir, unter deinen Talenten beim Reiter Waffen die Steindolche zu erlernen und zu bauen. Deine Talente kannst du auf dem PC durch das Drücken der Taste T aufrufen. Durch deine Dolchangriffe kannst du einen Gegner angreifen, ihn zum Bluten bringen, aber elegant und gelenkig seinen Angriffen gegen dich ausweichen. Und wie läuft das ab? Mit der linken Maustaste führst du einfache, leichte Schläge aus. Mit der rechten führst du schwere Angriffe aus. Unter anderem bringst du damit auch deinen Gegner mit den Dolchen zum Bluten. Um auszuweichen, drücke an deiner Tastatur einfach Alt. Um einen eleganten Rückwärtssalto mit ausgerüsteten Dolchen zu machen, drücke einfach STRG. Solltest du dennoch mal getroffen werden, sammel vorher Aloe und normale Pflanzen ein, um daraus Verbände und einen einfachen Heiltrank zu brauen, um dich zu heilen. Viele Spieler würden jetzt anfangen, Material für ihre erste Basis zu sammeln und diese am südlichen Fluss, dem Anfängerfluss, bauen. Allerdings hat dieses Gebiet bei aller Schönheit einen wichtigen, fehlenden Aspekt. Es gibt keine Eisenressourcen. Dafür müsstest du landeinwärts wandern, wo aber wiederum deutlich weniger Wasser zur Verfügung steht. Erfahrene Spieler laufen daher mit einem neuen Charakter einen etwas anderen Weg. Sie versuchen so schnell wie möglich in die Stadt Sepermeru, die Stadt der Reliktjäger, zu kommen. Ich habe dir diese Route einmal hier auf der Karte eingezeichnet. Um Sepermeru hast du alle möglichen Ressourcen, auch Eisen und Kohle, in großen Mengen, ebenso Wasser, Holz, Wildtiere und eine Stadt, in der du dich allerdings vor Banditen in Acht nehmen musst.
Bis du in Sepermeru angekommen bist, wirst du die ein oder andere interessante Stelle gefunden haben. Vielleicht auch durch den ein oder anderen Kampf abgelenkt werden. Aber aktuell ist Konzentration auf den Weg bis zur Stadt das Wichtigste. Denn dort kannst du ein festes Bett bauen und damit für den Fall deines Charaktertodes einen festen Respawn-Punkt haben. Die einfache Matte, die du dir anfänglich kräften kannst, aus Blättern und Zweigen, verschwindet nach jedem Respawn. Gerade bei Traspers Ende empfiehlt es sich, den Felsen hochzuklettern und über den leichten Felsvorsprung zu laufen, um das Lager voller Darfari-Kannibalen zu umgehen. Hast du das Lager hinter dir, musst du fast nur noch an der grün schimmernden Fluchmauer entlanglaufen. Hier ist allerdings Vorsicht geboten, denn die grün schimmernde Fluchmauer bedeutet den sofortigen Tod deines Charakters bei der noch so kleinen Berührung. Dies bedeutet den vorläufigen Verlust aller bisherigen Gegenstände, die du in deinem Inventar hast oder trägst, ebenso den Respawn an dem letzten Ort deiner Bindung, also entweder an deiner Blättermatte oder in der Wüste. Vor Sepermeru ist auch noch einmal Vorsicht geboten, denn dies ist das Revier von Nashörnern. Äußerst aggressive Tiere, die in diesem kleinen Level für ein sehr rasches Ableben sorgen können. Aber sobald du in Sepermeru angekommen bist, solltest du um die Stufe 13 oder 14 sein. In Sepermeru selbst kannst du viele interessante Dinge finden. Eine Erkundung lohnt sich auf jeden Fall. Aber gib gut Acht auf größere Gruppen von Menschen. Die stehen zwar nicht immer eng beieinander und tragen auch keine FFP2-Masken, aber manche von denen sind dir nicht freundlich gesonnen und greifen dich auf der Stelle an. Aber umschauen kostet nichts. Auf einem Dach zum Beispiel ist ein Turban, der ein Rezept enthält, das für die Reliktjägerrüstung wichtig ist. In der Taverne des Ortes findest du Conan selbst, der sich von ein paar Tänzern unterhalten lässt. Aber wichtiger ist, dass du im Umland von Sepermeru viel Bauland findest und jede Menge nützlicher Ressourcen. Sobald du ein freies Stück Land gefunden hast, leg los mit deiner eigenen kleinen Heimatbasis. Auch wenn viele Spieler sich riesige Bauten dahinstellen und die mit allen möglichen Dekokram zumüllen, liegt im Spiel die Würze in der Kürze. Sobald du 4 Wände und ein Dach hast, solltest du um die Stufe 15 herum sein. Es wird also Zeit für die Verteilung von Attributspunkten. Hier ein kleiner Überblick. Stärke erhöht deinen Schaden, den du verursachst bei deinen Gegnern. Beweglichkeit macht dich agiler und erhöht deine Rüstung. Vitalität ist für deine Lebensenergie zuständig. Präzision ist in Kombination mit Stärke der Skill für den Bogenschützen. Stehvermögen, auch ohne kleine blaue Pille, ist für deine Ausdauer entscheidend. Belastung gibt an, wie viel du tragen kannst. Und Überleben hilft dir, ungewöhnliche Sachen, wie zum Beispiel Menschen oder abgelaufenes Fleisch, zu konsumieren. Es gibt viele Kombinationen in den Attributspunkten, aber du musst selber ausprobieren und schauen, was für dich die passende ist. Und das waren die ersten Schritte in Conan Exiles. Ich persönlich habe für die ersten 15 Stufen knapp 45 Minuten gebraucht, bei Standardeinstellungen. Als Einsteiger wird vieles nicht so reibungslos laufen, aber ich hoffe, dass ich dir mit meinem kleinen Guide den Anfang des Spiels ein wenig leichter machen konnte. Allerdings würde ich mich auch sehr über deinen Support freuen, denn mein Kanal kann nur mit deiner Unterstützung wachsen. Du findest bei mir sehr viele Guides über Conan Exiles, aber auch Let's Plays und Livestreams zu anderen Spielen. Lass also bitte ein Abo da und wenn dir die Folge gefallen hat, einen Like und einen Kommentar. Vielen Dank und nun wünsche ich dir viel Spaß in der Welt von Conan dem Barbaren. Mach es gut und bis bald hier auf Maerots Spielwiese.